Das europäische Stromnetz weist Engpässe auf. Um es für die Energiewende fit zu machen, muss es modernisiert werden. Das Projekt Hybride Freileitungen in der Schweiz untersucht im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms Energiewende eine neue technologische Möglichkeit, die Übertragungskapazität ohne zusätzliche Leitungen zu erhöhen. Wird eine Freileitung in eine Hybridleitung umgewandelt, kann über 50% mehr Energie darüber transportiert werden. Dabei wird eines der beiden Wechselstromsysteme in ein Gleichstromsystem umgewandelt. So könnte zum Beispiel eine herkömmliche Freileitung, die an ihre Kapazitätsgrenze stößt, zu einer Hybridleitung umgerüstet werden. Die Masten und Leitungen blieben dabei in Höhe und Breite identisch. Und damit würde der Bau einer neuen Leitung überflüssig. Dies wirkt sich positiv auf die Akzeptanz der Anwohner in Leitungsnähe aus. Studien des Projekts zeigen, dass sowohl positive wie auch negative Auswirkungen auf die Umwelt einen starken Einfluss auf die Akzeptanz von Leitungen haben. Die von der Leitung ausgehenden Geräusche wie Knistern und Brummen sowie die elektrischen und magnetischen Felder sind daher auf ein Minimum zu reduzieren. Das elektrische Feld ist dabei so stark zu reduzieren, dass ein spürbares Wahrnehmen durch aufstellende Haare ausgeschlossen wird. Die Geräusche sowie das elektrische Feld am Boden unterhalb einer Hybridleitung sind stark von Wetterbedingungen und der Verschmutzung der Leiterseile abhängig. Deshalb hat die ETH Zürich zusammen mit Industriepartnern einen Freiluftversuch aufgebaut. So werden die Geräusche und das elektrische Feld unter realen Bedingungen getestet und minimiert. Die Geräusche und das elektrische Feld hängen dabei auch von der Distanz zwischen den Gleich- und Wechselspannungsleitern ab. Während des Versuchs wird der Abstand zwischen den beiden Systemen verändert. So können verschiedene Anordnungen der Leiterseile auf den Mast auf ihre Vor- und Nachteile getestet werden. Damit können Leitungen entwickelt werden, die trotz einer hohen Übertragungskapazität nur wenig negative Auswirkungen auf die Umwelt haben.